Ja, hallo, mein Name ist Heiko Warnke und ich möchte euch in diesem, ja, es wird ein relativ kleines Video zeigen, wie dieses Bild entstanden ist. Ja, hallo, kommen wir also zu diesem Bild vorweg. Ich habe dieses Bild heute Morgen gepostet und was mir als erstes sofort aufgefallen ist, ich wurde gleich gefragt, mit was für einem Kameraequipment denn das aufgenommen worden ist. Und da wurde wohl erwartet, dass da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was wirklich erwartet worden ist, aber sehr, sehr, sehr hochpreisige Sachen benutzt worden sind, weil sonst kriegt man ja, weil anscheinend so ein Bild gar nicht hin. Ich muss dazu sagen, ich besitze seit Dezember eine Canon EOS 5D Mark III mit einem, ja, doch relativ guten Tamron-Objektiv, das 2470 von Tamron. Bin ich sehr zufrieden mit. Aber dieses Bild ist entstanden und da muss ich euch vielleicht ein klein wenig enttäuschen für die Technikfetischisten mit einer Canon EOS 550D und dem dazugehörigen Kit-Objektiv. Das ist ein 1855 Objektiv und ich glaube, dieses Objektiv alleine, das liegt irgendwie so um 70 € dafür ist es zu haben. Ihr könnt also sehen, es muss nicht immer ganz, ganz teures Equipment sein. Ihr könnt solche Bilder auch mit einer doch relativ günstigen Kamera realisieren. Ja, diese Aufnahme ist halt eben keine Studioaufnahme, was für mich relativ selten ist. Ich fotografiere ja meistens im Studio, aber diese Aufnahme halt eben, da habe ich mir schon gedacht, also das mit diesen Ähren, das wird eine Nummer, wenn man das im Studio realisieren will. Man kann die natürlich mitnehmen und aber viel einfacher ist es da, wenn man einfach mal rausgeht und das Ganze dann draußen fotografiert. Gesagt, getan. Ich habe die Biene dann also, wir haben uns ein Kornfeld gesucht. Ich habe die Biene dort 50 cm reingesteckt, viel weiter gar nicht, damit ich hier nicht zu viel Korn vorne habe. Also hier war das Kornfeld wirklich schon zu Ende. Wir haben da ja eine ganze Reihe Fotos gemacht. Das Ganze ohne Blitz, ohne aufwendige Technik. Das ist ganz einfach nur so mit dem vorhandenen Licht fotografiert worden. Man kann es hier so ein bisschen sehen. Die Sonne, die stand hier hinten irgendwie so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung hatte, ist dann dieses Bild dabei rausgekommen. Und wie ich dann hier zu diesem Ergebnis komme, das zeige ich euch jetzt. Ja, was habe ich gemacht? Als erstes habe ich mir hier einfach mal, ich aktiviere mal diese Maske, als erstes habe ich hier einfach mal den, ja, die Bäume und den blauen Hintergrund ausgeblendet, denn das wusste ich schon ganz von Anfang an, schon als ich die Aufnahme gemacht habe, dass dieses Bild ein bisschen Dramatik kriegen sollte und das ist schwer mit diesem Hintergrund zu realisieren. Ein bisschen, wo ich schon bei der Aufnahme nicht drauf geachtet habe, das waren hier die Haare. Man hätte sich das ein bisschen leichter machen können, vielleicht, indem man da einfach eine Position gewählt hätte, wo, ich blende das nochmal ein, wo hier vielleicht mehr Himmel gewesen wäre. Habe ich nun nicht gemacht. Nichtsdestotrotz gefiel mir diese Aufnahme am besten. Und aus diesem Grunde habe ich mich auch für diese entschlossen und musste da damit leben. Was für mich allerdings auch bedeutete, dass ich mich um die Haare nochmal getrennt kümmern musste. Das heißt, hier ist einfach hier sind die Haare nochmal ausgeschnitten, auf eine extra Ebene gelegt noch einmal. Die wurde von mir dann auch nochmal ein klein wenig entsättigt, mit einer Maske versehen. Hier haben wir nochmal so ein bisschen zusätzliche Haare gemalt. Und das Ganze hier mit einer Schwarz-Weiß-Ebene entsättigt, denn wenn man sich das ganz genau angeguckt hat, hier gab es noch ganz leichte Grüntöne drin, die habe ich mit dieser Schwarz-Weiß-Ebene eliminiert. Als nächstes kam dann auch schon mein
Hintergrund, der dann, ihr könnt das hier unten sehen, mit einem gaußschen Weichzeichner versehen worden ist. Das Ganze dann nochmal als Duplikat da oben drüber. Das sind jetzt nur Kleinigkeiten, da geht es nur hier unten drum, dass wir da nochmal ein bisschen weich gezeichnet haben. Das Ganze auf eine Ebene kopiert und mit einer Belichtung versehen. Warum Belichtung? Wenn ihr euch hier diesen doch recht dunklen Himmel anschaut, dann ist es sehr, sehr schwer möglich, dass das Kornfeld hier hinten so hell ist. Da habe ich mich also als nächstes drum gekümmert. Also habe ich hier ein klein wenig erstmal komplett abgedunkelt, das ganze Korn. Das ging dann irgendwann weiter, aber hier als nächstes kommt erstmal die Beauty-Retusche. Da hat sich nicht viel getan, wirklich eine ganz dezente Beauty-Retusche ist es gewesen. Ein, zwei kleine Stellchen hier wegmachen und das war es schon. Ja gut, geht's weiter. Hier ist eine Ebene dazugekommen, die einfach die Kontraste erhöht. Das ist ein Nick-Filter und ich denke mal, das wird der Bleach Bypass gewesen sein von Nick. Falls ihr den kennt, probiert ihn doch mal aus. Ja, was ich dann ganz gerne mache bei meinen Bildern, eigentlich bei fast allen Bildern, ich deaktiviere mal die Maske, damit ihr das überhaupt sehen könnt. Ich nehme hier eine Belichtungsebene, minus 7,8, so sieht das Ganze dann aus und die fahre ich einfach runter. Und jetzt war ich hier bei minus 2,78. Da wollen wir jetzt auch mal ungefähr so wieder hin. 2,78. Und zwar gucke ich mir nur die Randbereiche an. Alles, was hier innen drin passiert, interessiert mich gar nicht. Ich gucke mir die Randbereiche an und fahre die Belichtung so weit runter, bis mir die Randbereiche gefallen. Und setze dann über dieser Ebene, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen, was jetzt passiert, eine Maske. Und dann habe ich nur hier an diesen Rändern diese Abdunklung. Ich kann das nochmal ein- und ausblenden. Ein- und ausblenden und das Ganze, das ja, zieht so ein bisschen den Blick aufs Modell. Als nächstes habe ich hier mit der Farbbalance gearbeitet. Ja, relativ schnelle Sache. Ich kann die nochmal anklicken. Da sind wir einfach ein bisschen in die Rottöne und in die Gelbtöne gegangen. Und dann haben wir schon dieses Ergebnis. Und dann kommt hier drüber eine Ebene, und zwar eine Hochpassebene. Die blende ich mal einzeln an. Hier ist die schon zu sehen. Hochpassebene in den Ebenenmodus. Weiches Licht haben wir es gemacht. Und das aber nicht aufs ganze Modell angewandt, sondern auf der Haut von der Bella halt eben nicht. Weil wenn ihr das macht, wird die sehr, sehr grisselig und sieht nicht mehr schön aus. Deswegen also nicht auf dem Modell, sonst halt eben aufs ganze Bild. Der nächste Schritt, der bei diesem Bild gemacht worden ist, das ist hier eine Deutschland-Birn-Ebene. Die erhöht jetzt einfach so ein bisschen Kontraste. Habe ich aber bei diesem Bild gar nicht so heftig gemacht. Ein bisschen auf den Wangen, hier am Hals ein klein wenig. Der Busen ist ein bisschen, hat ein bisschen Glanzstellen oben, der BH bekommen. Na, das war die falsche Ebene. Hier haben wir mein Logo, bestehend aus zwei Ebenen. Einmal nur die Schrift und eine Ebene, die diesen leichten Glanz erstellt. Dann war mir dieses Bild hier oben noch viel zu hell. Da ist einfach nur wieder eine Belichtungsebene mit einer Maske, die hier diesen Bereich etwas abdunkelt. Das Ganze auf eine Ebene und hier ist dann noch eine Abdunklung passiert. Warum das jetzt hier so auf einer Ebene ist, kann ich euch jetzt nicht mehr im Nachhinein sagen. Letztendlich war es mir dann immer noch zu hell, deswegen habe ich hier noch eine leichte Abdunklung vorgenommen. Auch nur wieder an bestimmten Bereichen. Zu guter Letzt kam dann noch eine Vignette hier oben rum. Das ist wieder dieselbe Art und Weise, wie wir die Belichtung hier unten runtergedämpft haben. Einfach hier eine Belichtungsebene runtergezogen und nur hier oben eingeblendet. Ja, die letzte Ebene hier, da habe ich sicherlich noch ein klein wenig gearbeitet mit
Korrekturpinsel und ähnliches. Und zwar waren mir hier unten die Übergänge einfach zu hart und hier die Wolken zu dunkel. Das ist jetzt nur noch so eine kleine Korrekturebene, die sich hier und da auswirkt. Könnt ihr hier sehen, ein- und ausblenden. Und das war dann schon das ganze Bild. Ja, wie ihr sehen könnt, alles kein Hexenwerk. Ich hoffe, ich habe euch ein klein wenig Einblick in meine Arbeit geben können. Ihr konntet vielleicht doch das ein oder andere mitnehmen und hoffe, es hat euch gefallen, dass es ein bisschen kurzweilig war. Diesmal nur ein kurzer Film. Wenn er euch aber trotzdem gefallen hat, dann liked ihn doch bitte. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Beitrag bei Facebook vielleicht teilt oder auch liked. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ar finor o'r palgan, fwdnos hon sy'n drosan, dofa cyn, fa hyn, co gan.